Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Janina & Food. Ihr seht es, ich habe einen wunderbaren Gast hier heute, die liebe Peri. Peri ist eine Freundin von mir und wir haben uns tatsächlich schon vor 4 Jahren mal kennengelernt bei Crow, Don't Believe the Hype, aber ganz, ganz flüchtig. Und lieben gelernt haben wir uns tatsächlich Anfang des Jahres bei dem Dreh zu Betonrausch und da eigentlich übers Essen. Wir hatten so einen magischen Abend. Magic Moment. An der Straße, an der Kannstraße, an der Ecke und da haben wir uns unsere Liebe zum Kochen gestanden. Ja. Und jetzt bist du hier, ich freue mich. Ich freue mich sehr über die Einladung. Erschreckt euch nicht, Peri sieht normalerweise nicht ganz so aus. Das ist für eine neue Rolle. Richtig, genau. Wofür ist das? Darfst du das schon verraten? Ja, ich drehe gerade die Bestseller-Verfilmung 9 Tage wach. Von deinem ehemaligen Kollegen Erik Stehfest. Mhm. Genau, und darf da die Anja spielen, seine Freundin. Genau, das mache ich gerade. Neben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So geil. Aber heute geht es ums Essen in allererster Linie. Du hast ein Rezept mitgebracht von deiner Oma. Ja. Also so habe ich tatsächlich kochen gelernt mit meiner Großmutter mit 16 am Telefon. Und da hat sie mir ihre ganzen alten Rezepte beigebracht. Und das Lieblingsrezept meiner Kindheit sind gefüllte Paprikaschoten. Meine Großmutter kommt aus Ungarn. Das ist also ein original ungarisches Rezept meiner Uroma. Also erstmal, du darfst, damit fangen wir an, weil es am längsten dauert, die müssen angebraten werden. Das Originalrezept, glaube ich, ist tatsächlich mit grünen Paprikaschoten. Mhm. Die meisten mögen das aber nicht, weil die so viel Bitterstoffe haben. Und deswegen haben wir hier auch ein paar rote noch. Okay, du darfst die roten den Deckel abschneiden und die Kerne aushüllen. Und dann braten wir die einmal rundherum an, weil da die schönen Röststoffe entstehen. I love it. Muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass man sie dann nicht, nicht zu schwarz wird. Es geht ziemlich schnell, dann fängt, man kann es aber vorher erkennen, wenn die Paprika so Blasen schlägt. Was ist hier in dem Reis drin? In dem Reis ist Estragon und Liebstöckel. Ich dachte, damit gekocht quasi. Genau, damit gekocht worden und mit Salz und so ganz normal, sonst so wie man halt Reis kocht. Ich tatsächlich dachte ja immer, Estragon ist ein Fischgewürz. Aber meine Oma tatsächlich klärt mich immer wieder aufs Neue auf. Also ich habe ihr natürlich heute erzählt, dass ihr Gericht hier gekocht wird. Oh, das müssen wir eigentlich mit ihr zusammen gucken, denn das Video. Ja, vor allem sie hat ja auch kein Internet oder sowas. Ja. Wie toll. Ja. Und ich habe ihr das auch echt zu verdanken. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, mit 16 oder so. Mhm. Und habe mich ein Jahr lang von Fastfood ernährt und so sah ich da noch aus. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Oh, doch, doch, das geht. Ja, das hat geklappt, ja. Und dann hatte ich irgendwann aber die Schnauze voll und habe sie wirklich angerufen und gesagt, Nana, ich muss jetzt lernen, wie man kocht. Du musst mir das jetzt beibringen. Und dann stand ich mit 16 in meiner sehr kleinen Küche so am Telefon. Und dann hat sie mir das so peu à peu, Schritt für Schritt alles beigebracht. Also tatsächlich. Und das ist dann ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Also ich habe sie dann irgendwann, wollte ich natürlich, die Sachen müssen aufgeschrieben werden. Und dann habe ich ihr von ihr zu Weihnachten gewünscht, dass sie mir das alles einmal auftippt per Schreibmaschine. Mit der Schreibmaschine. Also bei mir ist es ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ich habe die Liebe zum Essen durch meine Großeltern und durch meine Eltern kennengelernt. Das ist schon was Tolles. Ein verbindendes Element. Ne? Also ich meine, das ist natürlich sowieso, ist ja der Vorgang, abends zusammen sich um den Tisch zu setzen und zu essen, ist natürlich das familiäre Element daran. Aber ich finde es halt auch wirklich schön, wenn man diese Traditionen, diese Gerichte aus der Kindheit, dieses, was man ja auch verbindet, so Gerüche. Wenn ich irgendwie an Zimt und Vanille und Milchreis, dann denke ich an meine Kindheit. Das ist ja alles irgendwie im Körper gespeichert. So. Okay, dann gebe ich jetzt noch mehr Power. Ich brauche noch eine Dreiviertelstunde, bis ich hier die Zwiebeln geschnitten habe. Ich hatte gestern so eine scharfe Zwiebel, ich habe hier so angefangen zu heulen. Meine Oma, bitte, oh Gott, das ist so großartig. Meine Oma kocht original wirklich mit einer Taucherbrille, wenn sie Aber hilft es? Ja, die kocht mit einer Taucherbrille und dann macht sie die ab. Und die hängt neben ihren Kochlöffeln, also es ist so ein völlig normales Inventar sozusagen. Ja, und es sieht vor allem sehr, sehr, sehr komisch aus. Wir haben Hackfleisch, halb und halb, im besten Falle Bio. Ist es immer. Ist immer Bio, alle Eier, in der Regel auch das Gemüse. Sehr gut. Immer großzügig würzen bei Hackfleisch. Tomatenmark rein. Senf. Mach jetzt einfach mal kommt mit bei drin. Mir auch immer Senf. Aber auch eigentlich wirklich richtig viel. Und Salz natürlich. Brauchst du Pfeffer? Ja.
Paprikapulver. Ich glaube, das kann also auch wirklich richtig viel. Das ist rosenscharf, oder? Ja. Ja. Und ein Ei. Ich habe das ja neulich geübt mit einer Hand, ne? Wenn man zu viel Füllung hat, kommt der Rest noch in die Soße. Wenn zu viel Reis ist, wird der Rest warm gemacht und noch dazugestellt. Oh mein Gott. Ich war ja ein bisschen beim Prozess mit dabei. Ja, oder du bist auch mit drin. What? Ich habe dir das vorher nicht gezeigt, such dich. Weil als alles fertig war, dieses ganze Buch, das letzte Shooting sozusagen, haben wir eine große Tafel gemacht mit Freunden und da war Peri auch dabei. Ah, da! Da hatte ich noch auf der Seite. Ganz da hattest du ganz lange, Haare noch. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich danke, ich danke. So, und ich mache hier in der Zeit mal ein bisschen Reis rein. Also, oh Gott, wie viel? So ein Drittel, würde ich sagen. Also zwei Drittel, ein Drittel. Mhm. Reis, tendenziell eher mehr. Ich finde, das macht am meisten Spaß. Einfach natürlich mit den Händen rein. Und die bis zum Rand füllen. Und ich setze in der Zeit mal die Soße auf. Eine Sache, die ich nicht wusste vorher und die liebe Nana mir beigebracht hat. Ja. Tomatenmark am Anfang gleich mit rein und anbraten. Kann ich schon mal die Tomaten? Soll ich mit denen irgendwas schon mal machen? Das ist eine gute Idee, genau. Ja? Die Tomaten schneiden. Ach, jetzt ist gar keine Füllung übrig geblieben. Das tut mir leid. Das macht nichts. Ich rasiere die Füllung hier ein bisschen noch. Und machen einfach noch so ein bisschen hier ran. Weil das braucht Peri, bevor du die Füllung jetzt rasierst. Ja. Die Leute da draußen, die warten schon die ganze Zeit. Skyline! Ist das eine gute Überleitung? Es ist rasieren und bam, bam, bam. Ja, genau. Leute, ich glaube, ihr habt schon die ganze Zeit drauf gewartet. Aber für alle, die es nicht wissen, Peri spielt bei Skylines mit. Skylines ist eine Netflix-Serie, die unfassbar, unfassbar geil ist. Spielt in Frankfurt. Es geht um Musik, es geht um Business, ganz schöne Härte. Du spielst da auch eine ganz schön harte. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich spiel eine VP-Führerin fürs LKA. Also was jemand, ist VP? VP ist jemand, der, also Vertrauensperson, steht für Vertrauensperson und ist jemand, der Informanten in die Unterwelt einschleust. Also wir wollen noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe die erste und auch Szenen aus der letzten schon vorab sehen dürfen. Darf man jetzt gar nicht wahrscheinlich so laut sagen. Doch, darf man. Aber du hast die erste und die sechste gesehen, das ist doch nicht cool. Du hast das es mir, so, ich, ne? du hast es mir so gezeigt. Du meinst so, Janina, es wäre schön, wenn du die andere Seite auch noch mal siehst. Ist das okay? Und da habe ich sehr viel Liebe und Leidenschaft und Zerbrechlichkeit gesehen. Und am Anfang war es so blum. Also es ist alles dabei. Schaut unbedingt rein. Skylines auf Netflix. Yeah. Yeah. So, was mache ich mit den Tomaten? Schneiden. Das riecht so großartig. Jetzt löschen wir das noch ein bisschen ab. Das schönste Geräusch neben Eiswürfel im Whiskyglas. Wenn du zu Hause kochst, bist du da jemand, der so lieber alleine kocht oder mit jemandem zusammen oder hörst du was dabei? Ich bin so jemand, der total gerne Hörbücher und Hörspiele, früher drei Fragezeichen, heute ist es einfach ein bisschen. Ich liebe es tatsächlich fest und flauschig zu hören, den Podcast. Ja. Dabei ein Gläschen Wein im besten Fall und einfach für mich alleine. Mhm. Ich liebe es tatsächlich, alleine zu kochen, auch wenn ich das hier in der großen Küche mag, ist Freunde. Und dann quatscht man und dann isst man und probiert. Aber ich liebe diesen Prozess vom Alleinkochen. Das sind zwei verschiedene. Ne? Das eine ist gesellschaftlich und das andere ist tatsächlich meditativ. Also ich persönlich finde auch, samstags auf den Wochenmarkt gehen, was wir ja auch schon gemacht haben zusammen. Und danach zu Hause irgendwie tatsächlich im Schlafanzug mit einem Hörbuch, mit einem Glas Wein zu stehen. Und stundenlang zu kochen für Menschen, die eigentlich nicht existieren. Jetzt kann da noch ein ganz bisschen Wasser, aber da, das habe ich auch schon ich habe das Gericht schon sehr oft gemacht und mich nicht an die Vorgaben gehalten. Und dann schmeckt es natürlich auch wirklich nicht so, wie es schmecken soll. Und was ich auch oft dachte, ist, jetzt muss da noch ganz viel Wasser rein. Aber die Tomaten gehen nach so viel Wasser mit der Zeit, dass man vielleicht so ein halbes Glas noch sowas, mehr nicht. Die Soße entsteht mit der Zeit. Ja. Hoffentlich auch mal so groß, dass man was aufsetzen kann. Und dann nach zwei Stunden ist auf einmal so ein Gericht, hat sich das so von selber gekocht. Jetzt finally nach circa
heißen 45 Minuten. Sind sie fertig? Du brauchst bestimmt. Ja, richtig. Danke dir. Anfängerfehler. Oh, wow. Mhm. Je besser die Tomaten sind, desto wenig sauer schmeckt es am Ende. Was ich ja, ich bin ja auch ein Fan davon, tatsächlich die aus der Dose zu nehmen. Ja, weil die oftmals besser sind, als wenn du irgendwie blöde Tomaten nimmst. Das stimmt, auf jeden Fall. Und das ist jetzt tatsächlich, das muss immer zum Schluss noch ran, das ist saure Sahne. Kann auch Schmand rein machen, aber saure Sahne reicht eigentlich. Einen charmanten Soßensee. Guten Appetit. Guten Appetit. Hast du, ja? Ja, habe ich. Das macht auch wahnsinnig satt. Also es ist ein Gericht, was man essen kann, wenn man sehr, sehr, sehr viel Hunger hat. Ich bringe dann einfach gleich den Rest mit. Ist gut? Mhm. Ich krieg's gar nicht auf die Gabel. Und Leute, wenn ihr sehen könntet, wie eklig das da draußen ist, es regnet. Es ist ungemütlich. Und dann so ein Essen. Ja, perfekt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich kann euch das sehr ans Herz legen. Probiert es aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr Lieben, macht's gut.